Wallah, ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich bin gerade am Kölner Flughafen gelandet, mein Wagen da geparkt im Parkhaus, Parkplatz da. Ich komme da an, sitzt einer in meinem Auto drin. So, was würde jeder normale Mensch tun oder jeder Bauer? Den kaputt schlagen, dann Knast, Körperverletzung. Habe ich mir gedacht, nein, du rufst die Polizei. Habe ich gesagt, ich rufe Polizei. Habe ich gesagt, ich rufe die Polizei und bin ein anständiger Bürger. Über 25 Minuten haben die gebraucht. Die sind nach einer halben Stunde gekommen. Also nach 25 Minuten waren die noch nicht da. Ich habe zweimal angerufen. Ich habe gesagt, hallo, der will abhauen. Ich halte den hier fest, ich sperre den in meinem Auto ein. Was ist los? Kommen Sie mal her. Die Dame hat aufgegeben. Die meint ja, die Kollegen können ja nicht beamen. Einfach nur, was daraus geworden ist, ich lasse es gerade zusammenschneiden. Und dann guckt euch das an. Aber an die Polizei, die inkompetente Polizei, die mich immer am Flughafen bla faxen macht, das ist nur für euch. Nur gegen die Polizei. Gebt euch mal den Hurensohn, der sitzt in meinem Auto drin. Ich schaff meine Mutter, ich komme hier gerade an, am Kölner Flughafen. Und dann sitzt ein Bastard in meinem... Du kommst hier nicht raus, du Hurensohn. So. Nochmal, das ist... Warum sitzt du in meinem Auto? Sag mal, bitte einmal ernsthaft. Ich will wissen. Ich weiß nicht, ob dein Auto ist oder nicht, interessiert mich nicht. Aber ich will nur die Schuhe. Ich ficke dich, dein Leben, du Schuhe nimmst du. Diese Schuhe steckst du in deinen Arsch. Was hast du geklaut bis jetzt? Was hast du geklaut? Sei ehrlich. Ich war froh. Welche Froh? Front hier, aber Front. Ja, wo ist diese Frau jetzt? In meiner Tasche. Ich hab du hast Karton aufgemacht. Du hast meinen roten Anzug ausgenommen. Ja, ich hab nicht ausgenommen. Du hast einen das war in Folie. Du stinkst, mein ganzes Auto stinkt jetzt wegen dir. Ich riech das. Ja, das ist. Warum machst du so? Was soll ich jetzt mit dir machen? Gib mal deinen Ausweis. Gib mal deinen Ausweis. Nee, erstmal Polizei kommen, dann guck ich Ausweis. Geht dich. Guck mal, Kollege, lass mal, ich weiß, was passiert jetzt. Lass mal. Aber dann nimm doch die Schuhe und geh, warum sitzt du weiter hier eine Stunde? Nee, jetzt nicht, zu spät. Hättest du genommen, wärst du gegangen. Jetzt zu spät, jetzt hab ich dich erwischt. Aber ihr habt mich hier verfolgt, die ganze Zeit. Du bist doch eine Stunde hier sitzen und sag, ich bin gerade gelandet, warum bist du verfolgt? Falsch, ganz falsch auf, von alle diese Autos hast du komplett falsche Leute Auto genommen gerade. Von alle diese Autos hast du den komplett falschen genommen. Wieso den falschen? Der richtige? Ja, ich bin der Fall. Du bist der richtige Fall für mich. Ich bin der richtige Fall für du verdammter Bastard. Ich schwör's. Lass mich die Schuhe kaufen. Willst du kaufen? Mit meinem Geld, was du vorne geklaut hast? Ja. Wo ist, ist das Fall? Ernst gerade? Ich hoffe, ist gerade ernst. Bitte, gib mir das auch ab. Ich muss den Kavalli fragen, ob der dir diese Schuhe gibt. Also Kavalli, ich hab schon. Hä? Lass mir die Schuhe und dann kaufe ich ab. Nee, abhauen ist zu spät jetzt. Was willst du von mir? Warum? Weil ich kann jetzt sagen, Diebstahl, du hast das kaputt gemacht. Wenn ich was mache, Polizei ist eine Minute da. Wir sind schon, mit Kollegen sind wir schon geworden. Der ist schon mit uns am Chillen. Ja. So rufe ich gerade wieder an, sag ich, was soll ich denn machen, wenn der jetzt hier wegrennt? Darf ich ihn festhalten? Ja, aber darf nicht verletzen. Das ist Polizei in Deutschland, Gesetz. Aber ist jetzt hier ein Ausländer nur verdächtig am Flughafen? Direkt. Jetzt ist schon Kollege geworden. Gib mal meine Tasche bitte. Denkst du ernsthaft, du kannst hier sitzen, meine Sachen durchsuchen, dir passiert nichts, bitte. Deine Tasche bitte, in deine Bruder. Wohnung, viel Polizei, in deine, bitte. Meine Tasche, in deine Auto, da was passiert. Gib mal geklaut. Hast du Kleingeld von mir geklaut? Ja. Nein, lass ihn mir bei dir finden. Danke das. Für Trinkgeld. Nein, ich will nur, dass Polizei bei dir findet, schenk dir nicht. Ich will nur, dass Polizei bei dir findet. Ach, ich hatte ihn laufen lassen. Ich hab Patience gelassen. Patience? Nee, komm ich mit dem Auto nicht mehr. Seit 25 Minuten warten wir auf Polizei. Hier im Kölner Flughafen. Ich bin ist nicht gekommen. Gib mal die Tasche da, ey. Lass mal die und Tasche. Was soll ich sagen? Ola, der hier. Was ist das Tasche. Deutsche gib Gesetz? Tasche, hier. Oh, danke. Ja, komm, verzieh dich. Komm, was auf. Ist das? Die Tasche. Gib welche Tasche ist kein. Wo ist hier eine weiße Tasche, du elender Hund? Da ist doch eine. Hier. Gib doch die. Sag pass tschüss. Auf, der geht nicht kaputt. Sag tschüss. Sag, ich bin Verbrecher, ich werde heute weggekommen. Nee, du bist der beste Verbrecher, den ich gesehen habe in meinem Leben. Walla, für dich geht hier, born shot. Ist ja echt? Ich gebe dir noch 50 Euro, Walla. Hast du was geklaut, sei ehrlich jetzt oder nicht? Nein. Danke, Deutschland. Super. Ja, ah,